Ich weiß aber jetzt nicht, wo die ist, die Antwort. Die ist mal abhanden gekommen. Okay, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Wir sind noch vorstellen, das war so ein großer Italiener. Etwas dicklich, so wie ich, schwarze Brillantine in den Haaren, schwarze Bart. Und daneben so eine lange blonde Engländerin. Also, ich weiß nicht, ob's, wenn Sie das Lied hören, können Sie sich erinnern. Englands Antwort auf Albano und Romina Power. Wart, brauche meine Spezialschuhe. René und Renato. So, das brauche ich ganz wichtig. Du hast einen Text. Ich habe einen Text. Wir trauen uns das. Aufmerksam. Kommt der Pfeffer bei, sagt, weiß noch, warum du anstehst.
Ja, weil ich so ein Arschloch bin. Sag ich, Fena, was wär's denn gern? Na, ich war gern ein Singvogel. Sag ich, Fena, Wort. Und kababum, verwandelt sich das Arschloch in einen Singvogel. Und der zweite Singvogel sagt, servus Arschloch. Sag ich, bin kein Arschloch, ich bin ein Singvogel. Sagt sie, ah ja, na sing einmal was. Freut mich, dass ich Ihren Geschmack auf Anhieb getroffen habe. Schönen guten Abend allerseits, kommt raus. Letzte Woche habe ich eine besonders schöne Sendung gehabt, da haben wir endlich wieder mal Rock'n'Roll machen können. Heute machen wir ein bisschen was anderes. Kannst du den Text noch? Das haben wir lange nicht mehr gesungen. Ich habe mir gedacht, wie kann man das überhaupt machen? Wir kommen jedes Jahr und singen die gleichen Sachen. Also gut, es liegt ein Jahr dazu. Wir nicht. Zugegeben. Nein, ihr nicht, aber ich. Aber ich war jetzt in der Kirche, die singen auch noch dieselben Sachen. Da hat sich auch nichts geändert. Die haben die gleiche Hitsparade wie früher. Es ist ja wirklich, also ich habe ja nichts dagegen, älter zu werden. Im Gegenteil, es macht mir sogar Spaß. Unlängst erst fragt mich wieder ein Junge, sagt, Herr Rapp, wie alt sind Sie? Sag ich, 71, ein Traumalter. Sagt er, ja, davon traue ich auch, dass ich mal so alt werde. Sag ich, Herr Madl, sei vorsichtig, du wirst auch 40, 50. Sagt er, ja, ja, aber das erleben Sie alles nicht mehr. Wirklich, man kriegt dann völlig andere Prioritäten. Gestern hat eine mit mir schlafen wollen, nur was soll ich sagen, ich habe keinen Schlaf gehabt. Dann ist eine gekommen und gesagt, ich will ein Kind von Ihnen. Da glauben Sie, eine von meinen Ex-Frauen hätte ans Hergehen. War auch nicht möglich. Mein Navi ist auch schon wieder ein bisschen deppert. Also, da habe ich einen Citroën gehabt dazwischen einmal. Da war so eine Navi-Sprecherin mit einem leicht französischen Akzent. Was bei Nachtfahrten ganz anheimelnd war. Und die hat gesagt, Triesterstraße. Ich dachte, wo bin ich? Triesterstraße. Oder Paul-Ahner-Gasse. Aber wenn mir die Alte am Hammer gegangen ist, bin ich beim Kreisverkehr dreimal im Gras gefahren. Da zuckt die total aus. Das ist einfach großartig. Und jetzt habe ich einen, der schön Deutsch spricht. Der bringt mich immer auf den nächsten Friedhof und sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Auch schon zum Speiben. Ich mache einmal im Jahr, nein, lass das zusammenkommen, einmal im Jahr mache ich eine Veranstaltung, die finde ich großartig. Open Air am Zentralfriedhof. Ja, ja. Nein, ihr lacht, aber das ist ein Hammer dort. Da bauen sie vor den Gräbern der Bundespräsidenten eine Riesenbühne auf. Da waren 2.500 Leute, also ich meine Lebende, 2.500 Leute sind vor der Bühne gesessen. Auf der Bühne ist Verein der Friedhofssänger, jetzt auch eine Hitsparade, Platz 1 ist zurzeit Time to Say Goodbye. Die kommen eh aus der Volksoper und aus der Staatsoper und dann spielt. Aber ich habe vorher eine Runde gemacht am Zentralfriedhof, also gleich bei den Ehrengräbern vorbei. Hans Moser, der Theo Lingern, der Kurt Jürgens. Dann gibt es ein bisschen einen Kilometer ungefähr entfernt, ist der Ehrenheim 50 oder 51. Da liegt also der Falco und alle diese Leute. Auf jeden Fall, ich bin an Gras gegangen und habe mir durchgezogen. Das ist, dass ich dort viel mehr Freund habe als am Königlberg. War wirklich, war unglaublich. Und bei der Probe war es ein bisschen laut und da hat einer gesagt, Ernst, was machen wir, wenn sich die Anrainer beschweren? Sag ich, Freunde, wenn sich da die Anrainer beschweren, hat es echt ein Problem. Können wir gleich die Zombie-Nummer vom Ding aufziehen. Da hat irgendein Sprayer hat an die Mauer draußen, parken nur für Anrainer, ist alles frei. Wirklich großartig. Da kommen ja... Ich muss dann immer nachdenken, dass mir diese alten Witze wieder einfallen. Zum Beispiel, ich benütze kaum die Öffis. Also, weiß nicht, ich glaube, ich darf gar nicht hinfinden. Aber da weiß ich einer aus den Öffis, da steht ein alter Herr mit einem Stock und wie die Straßenbahn bremst, rutscht ihm der Stock weg. Und ein junger Mann, der sitzt, sagt, da müssen sie vorne einen Gummi draufgeben.
Sagt der, wenn das in einer Vater gemacht hätte, hätte ich einen Sitzplatz. Wir sind da. Ich meine, ich kann Ihnen auch bis zum Heimgehen Witz erzählen, aber vielleicht sollte, nein, vielleicht sollte man da noch was. Oh ja, einen anderen zu erinnern, das ist einer meiner Ältesten überhaupt. Der Bub sagt zum Papa, sagt, Papa, was ist der Unterschied zwischen verwundern, verärgern und erzürnen? Sagt er, das kann ich dir nicht so erklären, aber ich zeig das. Nimmt aus dem Telefonbuch irgendeine Nummer und wählt die Nummer. Und am anderen Ende, Meier. Sagt er, ja, Herr Meier, kann ich bitte Ihren Sohn Udo sprechen? Sagt er, ich glaube, Sie haben sich verwöhnt. Ich habe keinen Sohn Udo. Na, Sie klingen ein bisschen unsicher. Können Sie nicht einmal nachschauen? Ich möchte Ihren Sohn Udo sprechen. Sagt er, bitte glauben Sie was. Ich werde doch wissen, ob ich einen Sohn habe oder nicht. Also ich habe keinen Sohn Udo. Es tut mir leid. Auf Wiederhören. Legt auf. Sagt er zu seinem Buben, siehst, jetzt war er verwundert. Was gehört? Jetzt werden wir ihn verärgern. Pass auf. Wählt die gleiche Nummer. Meier, grüß Gott, darf ich Ihren Sohn Udo sprechen? Haben Sie nicht gerade angerufen? Ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht wissen Sie das nicht so genau. Hören Sie, wer da wissen, ob ich einen Sohn habe oder nicht. Na, gehen Sie einmal zum Kinderzimmer. Sagt er, ich habe keinen Sohn Udo. Sind Sie nicht so deppert? Nein, ich bin nicht deppert. Ich will nur mit ihm reden. Ich habe, hören Sie, legt auf. Sagt, siehst, jetzt war er schon verärgert. Jetzt werden wir erzürnen. Meier, grüß Gott, darf ich Ihren Sohn Udo sprechen? Sagen Sie einmal, Sie Volltrottel. Wie oft werden Sie noch bei mir anrufen? Kapiert Sie das nicht? Ich sage es Ihnen noch einmal, ich habe keine Tochter, ich habe überhaupt keine Kinder, Herz. Schon gar keinen Sohn Udo. Und wenn Sie mich noch einmal anrufen, Sie Arschloch, also dann habe ich aber wirklich genug. Sagt er, siehst, jetzt war er erzürnt. Hast du das gehört? Sagt der Sohn, Papa, weißt du was? Ausflippen. Was? Na, pass auf, jetzt lassen wir ihn ausflippen. Ruft er, Meier, servus Papa, hier Udo hat jemand für mich angerufen. Renate, du fangst an. Such a feeling coming over me. And was wondering, was everything I see? Not a cloud in the sky, touch the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a breeze. Everything I want to hold to be is now coming to, especially for me.
Rock'n Roll von den Carpenters. So, jetzt machen wir also eine Mitsingrunde. Ja. Also wir singen mit. Hey, der Karl Seidelmann. Ja, ist auch ein bisschen weiß geworden. Weise nicht, aber weiß. Ja. Sind wir's? Ich bin wirklich traurig. Gestern hat einer gesagt, ich soll zu ihr noch rauskommen. Ich hab die Adresse vergessen. Geh mal. Auf so ein Fächer hat. Wirklich, ja, die. Aber halt. Ja, der Mutter geht. Sicher kommt. Komm jetzt, los geht's. Erstes haben sie den ganzen Tag. Zwickling, immer mit dran.
Hilfe drauf. Komm her. Ja, jetzt sind wir eins von den ganz Alten. Ich glaube, die hat Bild geschrieben. Oh, oh. 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 Ja! Entschuldigung, mein Orchester ist leider angesoffen. Jetzt habe ich einen Ton. Hey, hey! Ja, ich habe ihn eh gespielt. Wird ja. Hey, hey! Paula! I've been waiting just for you. Hey, hey! Paula! No one else could ever do. I'm waiting so long. All I can wait no more for you, my love, my true love. Hey, Paula. Hey, Paula. Viagra. My love. Hey,
Wonder. Sing weiter, schlecht nicht. For you. No, hey, hey, Paul. Hey, yeah, Paul. I've been waiting for you too. Jetzt machen wir ein Dreier. True love means planning your life for two. Ich hab gewonnen. Be together the whole day. Nimm die Hand von meiner Arsch. True love.